So, da oben. Oh, eine Limousine steht in Flammen. Eieiei. Das wird teuer. So, jetzt schicken wir den Feuerwehrwagen dahin. Abschlepper und Feuerwehrwagen sind unterwegs. Jetzt können wir uns gleichzeitig hier oben drum kümmern. Um die Verunglückten. Wo ist denn das jetzt? Dort. Da sind auch schon die ersten zwei Notarztwagen und die RTWs. So, kümmert euch um die Verletzten bitte. Sofort. Okay. Umgehend. Wird erledigt. So, die kümmern sich schon mal drum, dann. Bis die da oben sind. Das dauert noch ein bisschen. Die kommen relativ zeitgleich an. Der ist hier und der kommt da von der Kreuzung. Das ist die Straße hier. Also die sind fast da. Wenn die da oben gleich die versorgt haben, springen wir gleich auch wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal hier die Limo löschen. So, du fährst noch ein bisschen weiter nach vorne. Dich brauchen wir nämlich erstmal nicht. Ich habe auch keinen Bock, dass du jetzt da reinfährst und auch noch in Brand gerätst. So, wo bleibt die Feuerwehr? Da kommt sie schon. Ihr steigt mal bitte da aus und blockiert auch mal direkt die Kreuzung damit. Hier, du mit dem Feuerlöscher, zack, du mit dem Feuerwehrschlauch, zack. Und du schnappst dir die Rettungsschere, weil da wird sicherlich einer drin sein. Oh, Brand ist schon gelöscht. Das ging ja jetzt fix. Der hat einmal schnell mit seinem Feuerlöscher da gemacht und dann war es das schon. Das gibt's doch nicht. Dabei stand er doch so hoch in Flammen. Egal. Rettungsschere brauchen wir gar nicht. Ah, guck mal, da ist keiner drin. Steht mitten auf der Straße, aber ist keiner drin. Logisch. Fährt von selbst das Auto. Normalerweise sind da Leute drin, aber gut. So, ihr zwei zurück ins HQ. Und ihr steigt mal aus und sammelt die Verletzten ein. Du den. Und du den. Und zurück ins HQ mit dir und zurück ins HQ mit dir. So, die kümmern sich da drum. Sind die Feuerwehrleute alle drin? Jawohl. Dann könnt ihr jetzt auch erstmal ins HQ und könnt erst euch mal gemütlich machen dort. Bisschen Billard spielen, was weiß ich. Bis der nächste Einsatz kommt. Alles klar. Und du schnappst jetzt die Limo und bringst sie mal weg hier. Damit die Straße auch wieder frei wird. Zack. Wieso? Das verstehe ich nicht. Gehört das, ist das irgendwie, habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Eigentlich nicht. Komisch. Normalerweise sollte das Schadensmodell hier sein. Oder das ist, weil die Limo zu groß ist. Dass das nur bei so kleinen Fahrzeugen ist, hier wie Taxi oder hier das Smart und so. Weiß ich nicht. So, ihr habt es aufgesammelt. Ihr geht jetzt hier rein. Zack, und dann fahrt ihr automatisch gleich zurück. Du fährst natürlich jetzt auch zurück ins Hauptquartier. Ja, die Feuerwehr ist auch gleich angekommen. Können wir sie nicht mehr abfahren. Genau, ihr solltet ihn in die Basis bringen. So. Hat sich die Musik auch ein bisschen beruhigt und der Einsatz auch. Jetzt gerade alles soweit unter Kontrolle. Wir haben 400 Credits. Der nächste Rettungstransporter kostet 1200. Und das Drehleiterfahrzeug kostet 2500. Also wir können uns erstmal noch nichts kaufen, wir müssen noch ein paar Einsätze machen. Bis wir genug Budget haben. So. Zack. Und zurück zum HQ. Gut. Hätten wir die zwei Einsätze abgeschlossen. Und bin ich mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ich freue mich schon. Taschendiebstahl. Achtung, Taschendiebstahl. Eine Person wurde bestohlen. Okay. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen. Wo ist der Dieb? Wo ist er denn? Da unten läuft er über den Zebrastreifen. Immerhin läuft er noch über den Zebrastreifen. Und rennt nicht einfach so rüber. So, auf dem Parkplatz habe ich jetzt erstmal die Polizei geschickt hier. Da kommt sie auch schon. Zack. Ich höre keine Sirene. Warum höre ich keine Sirene? Ich will eine Sirene hören. Ah, jetzt. Ah, ich liebe die Sirenen. Was geht's? Nein. Ich höre wieder keine Sirene. Nein, ich will die Sirene hören. Ah, guck mal, die Autos machen auch schon Platz im Gegensatz zu damals. Die haben damals keinen Platz gemacht. Da musste der Einsatzwagen
sich den Weg so durchsuchen. Er fährt erstmal natürlich, er fährt erstmal über den Skaterpark. Ist ja ganz klar, die Straße, weißt du, ist direkt um die Ecke hier. Aber nein, wir fahren erstmal durch den kompletten Skaterpark. So, aussteigen sofort. Bitte. Und dann mit dem Pfefferspray direkt angreifen. Komm, wir haben ja sonst nichts. Der sieht auch ein bisschen gefährlicher aus als der andere, den wir vorhin geschnappt haben. Auch wenn der diesmal keine Maske hat. Was geht's? Ah, jetzt bleib doch mal stehen. Kein Problem, wird erledigt. Verstanden. Bin bereit. So. Vor allem das Lustige ist, du kannst die... Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Bin bereit. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Wird erledigt. Bin dabei. Rufen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. So. Vor allem, du kannst auch einfach die Wagen so steuern, wenn da keiner drin sitzt, ne? Das ist auch ein bisschen unlogisch, aber okay. Ist ja nur ein Spiel. Den Täter haben wir. Und wir haben gerade einen Verkehrsunfall reingekriegt. Oh, mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen hier. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen. Dann schicken wir mal einen Streifenwagen hierher. Da werden einer im Auto sitzen und da ist okay. Einer. Das heißt, zwei davon und zwei RTWs. Ist in Arbeit. Dann brauchen wir noch eine Rettungsschere, beziehungsweise den Rüstwagen. Den schicken wir nochmal hier an die Ecke. Und da fahren sie auch schon alle aus dem HQ raus. Sehr schön. Okay. Wo fährt der denn lang? Also der Polizist nimmt sich ganz schön viel raus. Jetzt fährt er noch übers Grün. Also ehrlich. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Bei Neckermann oder was? So. Verkehrsunfall, die Polizei ist natürlich vor Ort und Stelle. Wo ist denn meine Maus jetzt hin? Da unten. Erwarte Befehle. Aussteigen bitte. Höre. Du stellst dich mal bitte dahin und leitest den Verkehr um. Du steigst schon mal aus. Du steigst auch schon mal aus. Ihr steigt schon mal aus. So, hat noch einer von euch die Rettungsschere ausgerüstet? Was geht's? Nö, was geht's? Dann mach du mal. In Ordnung. Der Dominik Huber macht das jetzt. Während der Karl Kaiser den Verkehr umleitet. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Alles klar. Ah, Brandausbruch auch noch. So, und du leitest auch mal den Verkehr um. Dass der Jason weiß. Jason Bourne. Nee. Da ist ein Brand. Wir haben ja noch einen Rüstwagen, genau. Der eine ist schon im Einsatz, der andere, den schicke ich jetzt hier hin. Wir haben ja nur zwei bisher. Okay. Was geht's? Sind die Krankenwagen schon da? Oder habe ich noch keinen? Doch, die sind schon da. Ich wollte gerade sagen. So. Jawohl. Ja. Der Notarzt kümmert sich jetzt um den Verletzten. In Ordnung. Und du steigst dann gleich hier ein mit deinen Kollegen. Bin bereit. Wird erledigt. Bin bereit. Bin dabei. Du steigst auch ein. Du solltest doch den Verkehr umleiten, habe ich gesagt. Sieht auch lustig aus, wie das mal. Mit der Kelle da. Kriegen wir es aufs Bild? Als wird der mit der Kelle einfach so ein bisschen rumspielen. Gerade. Sieht lustig aus. Auf jeden Fall. Wieso dreht der nicht einfach um? Der sieht doch, dass da ein Polizist ist, der den Verkehr umleitet. Naja. So, den Brand müssen wir uns jetzt drum kümmern, bevor der hier weiter ausbricht und wir hier... Oh, er hat sich schon ausgebreitet. Ich hasse Brände. Du nimmst einen Schlauch. Du nimmst einen Schlauch. Und du nimmst einen Feuerlöscher. Oh Gott, der breitet sich noch weiter aus. Dann du mit dem Feuerlöscher dahin. Du den Baum und du kümmerst dich um den Busch, damit sich das nicht noch weiter ausbreitet. Oder wir fällen die Bäume, das ist nämlich auch noch möglich. So. Der wird abtransportiert, das ist gut. Habe ich jetzt... Nein. Du solltest ins Notarztfahrzeug. Da sind alle drei drin, dann schicken wir euch zum HQ. Und dann schicken wir hier zum Abtransportieren noch ein Abschleppfahrzeug. Und schauen mal nach dem Brand. Ob da alles läuft.
Ja. Sind schon gut am Löschen. Sieht gut aus. Ja, das kriegen wir unter Kontrolle. Ja. Oh, Gott sei Dank, Erleichterung. Okay. Eine Person ist zusammengebrochen. Zu Befehl. Versorgt und jetzt bricht auch noch eine Person hier vorne an der Tankstelle zusammen. Und alle sind schon im Einsatz. Alle befindlichen Fahrzeuge. Toll. Aber wir können uns hier den Rettungswagen kaufen. Paff. So, dann haben wir jetzt einen Rettungswagen, den wir hier zumindest schon mal hinschicken können. Und einen Notarztwagen auch. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Jo, der wird abtransportiert. Was geht's? Den bin transportieren dabei. Wir jetzt auch ab. Ja. Die schicken wir hier rein. Ihr was braucht geht? Den Verkehr nicht mehr so dumm umleiten. Ja. Ihr könnt dabei. Jetzt mal damit aufhören. Was habt ihr denn hier noch Schönes? Was ist das? Ach, das ist Abschwerband. Ach, geil. Cool. Aber du kannst die Straße nicht absperren. Du kannst nur den Bürgersteig absperren. Ah, okay. Wie geht das jetzt? Bin bereit. Will ich einfach nur mal testen, sofort. Ne? Rüste bitte das Abschwerband. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Achso, dann stellt er da einen hin. Und dann kann ich hier... Ah, cool, guck mal. Ah, geil. Kann hier das Absperrband hinlegen. Geil, einfach mal machen. Weil das kann. Ach, wie geil. Wie geht das wieder weg? Nach einer Zeit, oder? Ach, lassen wir es einfach mal so abgesperrt. Na, ach, guck. Ach, der schickt die Leute dann automatisch weg und sagt halt. Ach, geil. Guck mal. Sehr gut. Kannst du wieder das Absperrband wegnehmen und dich dann in dein Fahrzeug begeben. Ist hier oben schon der Krankenwagen eingetroffen? Jawohl. Ey, ich will das Absperrband jetzt nicht hier. So. Du, bitte Koffer holen und dann nichts wie ran an den Patienten, der hier vor der Tankstelle zusammengeklappt ist. Das machen bestimmt die Benzindämpfe. Hat er nicht vertragen. Hat er wieder zu viel am Benzinhahn geschnüffelt. Bin dabei. So, die zwei saßen drin, ne? Jo, der sitzt im... Und der sitzt drin. Zack. Und dann können wir die Polizei auch wieder nach Hause schicken. Die hat jetzt auch nichts mehr hier zu sagen. Wird gemacht. Gut, gut. Alles unter Kontrolle. Wir können uns fast das Drehleiterfahrzeug kaufen. Das heißt, der nächste Großeinsatz müsste jetzt eigentlich schon fast kommen. So. Polizei, HQ. Du, HQ. Ah, siehst du, das, sobald die größer sind. Ah, siehst du, da siehst du. Ah, siehst du, da siehst du, genau. Hier sieht man auf jeden Fall jetzt das komplette Schadensmodell, wie es gerade auch auf der Straße stand. Ja. Ist doch schick. Kein Problem. Du fährst dann damit jetzt auch im HQ. Ja, macht er auch. Sehr gut. Siehst du, wenn ich jetzt hier diese Sirene aus habe, die stehen jetzt hier an der Ampel, ist jetzt rot. Die haben die Sirene nicht an und stellen sich hier alle schön an, wie ganz normale Autofahrer. Sollte ja auch so sein. Nur die Krankenwagen, die fahren natürlich, wenn sie einen Patienten haben, mit Blaulicht zurück. Ja, bin dabei. So sollte es ja auch sein. Höre. Na komm, ihr sollt ihn auflesen. So. Ist in Arbeit. Und du darfst auch zurück zum HQ. Erwarte Befehle. Bin dabei. Dann haben wir fast alle Einsätze jetzt erledigt hier. Habe ich die jetzt schon ins HQ, habe ich sie nicht geschickt, aber in das Fahrzeug. Unsere Basis ist auch echt schön, muss ich mal so sagen. Grünflächen oben auf dem Dach. Oder ist es Moos? Kann man nicht reinzoomen. Ich denke mal, das wird Grünflächen sein. Helikopter-Pad, also so ein Landepad. Das sieht zwar ein bisschen creepy aus hier, dass da sowas runterhängt, aber gut. Emergency Base. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer. Also, der Detailgrad ist echt gut. Der ist echt schön. Der war früher schon geil, ja. Die haben sich echt Mühe gegeben. Und allein jetzt schon ist er noch geiler. Und schön, dass ich das Spiel endlich mal spielen kann. Ohne, dass es solche Bugs gibt. Und ich hoffe, wir treffen auch im Let's Play hier keine Bugs an. Aber... Also keine gravierenden. So kleine ist okay, aber so große halt nicht. So, ach guck mal, die Kamera... Ah. Ja. So, folgen wir mal dem hier bis ins HQ. Da biege ich da ab.
Müsste jetzt auch fast da sein. Ja, siehst du, da ist... Da geht's schon rein ins Akku. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Schwerer technischer Defekt. Wo ist der Schaltkasten? Einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich. Ja. Und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Wo ist er denn? Normalerweise hört man den auch so ein bisschen an diesen elektrischen Knacken. Oder wie soll man sagen, dieses Funkenschlagen. Da, ja, da höre ich's. Wo ist es? Bitte, komm. Wir müssen ihn schnell finden und einen Techniker hinschicken. Hashtag, der Techniker ist informiert. So, wo ist er denn? Ach, da! Da ist er, da schicken wir dann auch jetzt den Techniker hin. Wird gemacht. Und wir müssen uns damit auch ein bisschen beeilen. Weil, wenn da jetzt gleich einer vorbeiläuft, der könnte einen elektrischen Schlag kriegen und das wäre nicht so toll.